Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Heute schauen wir uns Ornismon, dann den Burst-Modus von Biomon hier im Spiel heute an. Ja, zur Digitationslinie selber muss ich denke ich mal nicht allzu viel sagen, beziehungsweise wir werden die jetzt nicht komplett einmal durchgehen, sondern erstmal nur zum Mega-Level switchen, zu Phoenixmon. Ich denke mal, bei diesem Digimon muss ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Sind wir ja beim Hawkmon-Video schon durchgegangen. Beziehungsweise beim Baldurmon-Video. Und dementsprechend switchen wir direkt dann auch zum Burst-Modus selber zu Ornismon. Ornismon ist ein Digimon, was im Anime, beziehungsweise ja, im Anime selber noch nie aufgetaucht ist. Dafür allerdings im Digimon Frontier-Film. Island of Lost Digimon hieß er, glaube ich. Da ist es zum ersten Mal aufgetaucht, war da das böse Digimon, was Murmuxmon versucht hat zu erwecken und was ihm dann auch gelungen ist. Aber die Digikrieger, beziehungsweise die ja, Frontier-Protagonisten haben es dann geschafft, Ornismon zu besiegen, mit Hilfe von Ancient Greymon und Ancient Garurumon. Aber ja, hier im Spiel ist es das böse Burst-Modus von Piomon, wie gesagt. Auf die Stats gehen wir dann gleich ein. Erstmal schauen wir uns das Modell an sich an. Also, das Digimon selber sieht meiner Meinung nach echt klasse aus, muss man schon sagen. Erinnert einen sehr an einen Archaeopteryx, also so eine Art Urzeitvogel quasi. Vor allem, weil er auch noch Krallen an den Flügeln hat. Beziehungsweise hier sind das eher so Messerklingen, aber trotzdem. Ja, von dem Farbschema her auch ganz schön gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall vom Design her ganz gut. Und er hat auch einen Ride-Mode. Den benutzen wir dann auch mal. Da setzen wir auf seinem Nacken quasi drauf. Ah ja, stimmt. Zum Modell selber muss man dazu auch noch sagen. Er hat hier diesen Partikeleffekt, der von ihm herausströmt in alle Richtungen. Wie so eine Art kleine Flammen, kann man sagen. Auf jeden Fall hier so eine Art Hitzeeffekt hat er hier, der aus ihm herausströmt. Und wenn man auf seinem Ride-Mode sitzt, haben wir denselben Hitzeeffekt weiterhin. Dafür, beziehungsweise zusätzlich, haben wir dann auch noch diesen Effekt hier mit diesen Federn, die aus seinen Flügeln rausfliegen, wie man das hier sieht. Sehr schön auf jeden Fall gemacht. Also das ist ein Ride-Mode, den sie echt, finde ich, gut thematisch umgesetzt haben. Zu seiner Laufanimation im Ride-Mode, die gefällt mir dann allerdings nicht so sehr, muss ich sagen. Also dass er so den Kopf wirklich nach unten senkt, mit seinen Krallen so nach vorne, den Schwanz/Schweif so nach oben hebt, während er nach vorne fliegt, das sieht einfach irgendwie unbeholfen aus, meiner Meinung nach. Also da hätte ich es besser gefunden, wenn er einfach mit einer ähnlichen Animation, wie er hier unterwegs ist, nur halt dann ein bisschen schneller dann nach vorne fliegt. Also mit seiner normalen Steh-Animation hier in Anführungszeichen. Also wenn man mit ihm einfach nur rumsteht, sieht das richtig gut aus. So sieht das ein bisschen weird aus, meiner Meinung nach, wenn man mit ihm fliegt. Aber naja, das gehört auf jeden Fall dazu. So, dann schauen wir uns mal seine Stats an. Dazu muss man sagen, meins ist Level 75 und 128,26% von der Größe her. Und ja, es ist im Allgemeinen ein S-Rang-Digimon, das heißt, Burst-Modus normaler Durchschnittsrang, würde ich mal sagen. Beziehungsweise auch derselbe Rang, auf dem die meisten normalen Royal Knights sind. Von den Attack-Type her ist er ein Short-Attacker. Er hat drei Family Attributes, was schon mal ein kleiner Vorteil für ihn ist. Nightmare Soldiers ist er, Nature Spirits und Wind Guardian. Wind Guardian macht ja auch Sinn, weil er ein fliegendes Digimon ist. Es ist ein Virus-Wind-Attribut-Digimon. Das heißt, mit ihm, also ein bestes Matchup, was man bei ihm hat, ist Datei Wood. Also wenn in-game ein Rafflesimon wäre als Raid irgendwo oder als Boss oder als normales Digimon, was man bekämpfen kann, dann hätte man mit ihm zweifachen Attributvorteil, aber ansonsten
Ja, Wind zieht ein bisschen runter. Virus ist definitiv aber eine solide Option. Genau, dann nehme ich wie immer einmal den Deckbuff raus, damit wir die akkuraten normalen Werte bekommen. So. Und zwar haben wir basemäßig 4705 HP. Insgesamt komme ich auf ja, 14.866 bei ihm, beziehungsweise hier bei All steht 14.870. Ja, 4705 Base. Ja. Für einen S-Rang-Digimon in Ordnung, würde ich sagen. Also da jetzt nichts mega krass spektakuläres, aber auch jetzt nichts richtig schlechtes, vor allem wenn man den Rang betrachtet. Von daher in Ordnung. Der Digisoul-Wert liegt bei 1857 bei mir basemäßig. Ja, insgesamt bin ich bei 7519. Beim DS-Wert kann man nicht allzu viel dazu sagen, weil das ist immer unterschiedlich je nach Digimon. Okay, die anderen Sachen natürlich auch, aber der DS-Wert ist so eigentlich der, der eigentlich am egalsten ist. Weil das meiste holt man eh durch Seals und Equip raus. Ja. Beim AT-Wert haben wir basemäßig 1493. Also, wenn man den noch auf Level 120 bringt und transcendet, ist man da dann definitiv so 1600 um den Dreh, würde ich mal sagen. Plus, minus. Ist jetzt kein natürlich mega krasser Wert. Ist ja klar. Darum soll es ja aber auch nicht gehen. Bei einem S-Rang-Digimon 1600 um den Dreh ist schon in Ordnung noch. Aber auch nicht besonders herausragend. Dafür hat er einen Base-Attack-Speed von 2,0, was das natürlich ein bisschen ausbügelt. Weil 2,0 ist definitiv einer der besseren Werte. Klar ist das jetzt natürlich kein Beelzemon, ist ja klar. Beelzemon ist ja auch bei dem Börsenmodus bzw. bei den Mega-Level-Digimon die Ausnahme, was den Attack-Speed und die Stärke im Allgemeinen betrifft. Aber ja, 2,0 Attack-Speed bedeutet, wenn wir den Deckbuff wieder draufpacken, haben wir dann insgesamt 1,1, halt mit dem Necklace noch dabei. Und meinem Base-HP erhöht sich auf 5409, insgesamt dann 16.051. So, der Base-CT-Wert liegt bei nur 15,52%. Ist jetzt kein herausragender Wert. Eher Richtung, ja, schlechter, würde ich mal sagen. Klar, kann man noch ein bisschen was rausholen. Also da ist man dann definitiv dann so bei 18, 19, vielleicht sogar maximal 20% am Ende. Aber, wie gesagt, da sollte man jetzt keine Werte von 20% plus beim Base-Wert erwarten. Das heißt, maximal, wenn man das perfekt klont, kommt man da auch nur auf irgendeinen Wert unter 200%. Also das ist jetzt nicht wirklich herausragend hier. Und macht das so ein bisschen kaputt. Weil wenn der CT-Wert besser wäre, dann könnte man den niedrigeren AT-Wert von der Utility her etwas mehr vernachlässigen, weil dann der Attack-Speed und die CT da wären. Aber der Attack-Speed allein reicht nicht, um das Digimon besser zu machen, als der Rang es normalerweise durchschnittlich vorgibt. So, dann Base-Hit-Rate-Wert liegt bei 475, ist damit, ja, solides Mittelfeld, würde ich sagen. Unteres Schiene vom Mittelfeld, aber trotzdem immer noch ganz solider Wert, würde ich sagen. Insgesamt bin ich dann bei 5881 mit Seals und Equip. Base Defense liegt bei 181 für einen S-Rang Digimon. Sehr solide, würde ich sagen. Insgesamt komme ich da auf 2448. Der Block Rate Wert ist natürlich immer 0%. Insgesamt komme ich auf 11,35 bei ihm. Weil ist ja immer so, wenn ich da noch keine Klone reingesteckt habe, dass dann nur die Seals reinzählen. Und der Evasion Wert liegt bei 25,90. Ja. Für den Burst-Modus Digimon würde ich sagen, noch in Ordnung, aber jetzt kein allzu krass guter Wert. Insgesamt komme ich da auf 60,10%. So, Skill-Level technisch bei den Skills habe ich bei der F1 7 von 10, bei der F2 10 von 10 bisher. Die F1 heißt Tempest,
Bei mir jetzt, wie gesagt, gelevelt sind 7 von 10. Verbraucht 203 Digisol, wenn man es benutzt. Ist vom Attribut her Pitch Black. Braucht 2 Skillpoints, um es zu upgraden. Hat einen Cooldown von 6 Sekunden. Und einen Damage-Wert von 9073 plus 6396. 9073 für einen Burst-Modus-Digimon ist so sehr solider Damage auf der F1. Klar hat man dann im Vergleich zu anderen einen höheren Cooldown, aber höheren Damage nimmt man immer gerne mit. Also vom Damage-Wert her sehr solide und Attribut Pitch Black ist jetzt auch nicht so schlecht. Vor allem gegen Elektro-Digimon oder beziehungsweise Thunder-Attribut-Digimon. So, dann haben wir die F2 dann noch. Cosmic Ray heißt die. Skill-Level 10 von 10, wie gesagt bei mir. Verbraucht 322 Digisol, wenn man es benutzt. Hat einen Cooldown von 3 Sekunden. Auch vom Attribut her Pitch Black. Was, finde ich, komisch ist, dass die beiden Skills nicht Windattribut sind, wenn hier bei ihm ja Windattribut dasteht. Ich schaue aber lieber nochmal ganz kurz auf dem U-Wiki nach, ob das denn so richtig ist oder ob da was anderes stehen sollte. Nee, Onismon ist Virus Wind. Also eigentlich müssten die Skills auch Windattribut sein, aber gut, ist jetzt so. Auf jeden Fall, Skillpunkte braucht das Ding 3 Stück, hat einen Cooldown von 8 Sekunden und einen Damage-Wert von 12.950 plus 6.376. 12.950 ist definitiv ein solider Wert bei Cooldown von 8 Sekunden. Und ja, das kann man definitiv als ja, vergleichsweise solide ansehen. Klar gibt es Burst-Modus Digimon mit mehr F2-Damage. Dafür haben die meisten halt auf ihrer F1 weniger Damage. Also da gleicht sich das, finde ich, denke ich mal ganz gut aus. Und vom Level her gehen wir natürlich einmal, um die Skills und die Auto-Attacks zu showcasen, einmal nach File Island Waterfront, wo wir die Dinger dann mal austesten. So, zuallererst schauen wir uns dann die Auto-Attacks an. Bei Canon Beamon teste ich mal die Auto-Attacks, wie die aussehen. Also seine Auto-Attack-Animationen bestehen aus Angriffen mit seinen Krallen, was sehr stimmig auf jeden Fall gemacht ist und eigentlich auch sehr gut aussieht, finde ich. Ja, passt auf jeden Fall. Ein Angriff mit seinem Mund würde vielleicht auch noch Sinn machen, was er hier auch dann jetzt gezeigt hat. Also seine eine Auto-Attack-Animation ist auf jeden Fall mit seinen Krallen und die andere mit seinem Mund zweimal. Wo er zweimal zubeißt. Sehr schön auf jeden Fall gemacht, passt auf jeden Fall, gefällt mir. So, dann haben wir die F1, Tempest. Bei diesem Skill benutzt er die Macht des Windes, die auf seiner Seite ist, um Tornados zu erschaffen, um die auf den Gegner zu schicken. Die sind leider nicht so schön animiert, wie ich es gerne hätte. Also die sehen ja super billig aus, finde ich, wenn man sich das mal anschaut. Kann man aber noch machen. Also für eine F1 ganz solide und vor allem dafür, dass das nur ein Burst-Modus Digimon ist. Aber es wirkt nicht so krass, wie es eigentlich sein könnte. Wenn es schön animiert wäre. Und dann haben wir noch die F2 Cosmic Ray. Wenn wir die aktivieren, lädt er einmal den Strahl in seinem Mund auf und entfesselt viele verschiedene einzelne Laserstrahlen auf seinen Gegner. Das sieht definitiv deutlich besser aus als bei der F1. Man hat das Gefühl, so das Animationsbudget bei Onismon ist in die Auto-Attacks geflossen und in die F2. Nicht in die F1. Einzige, was mich bei der F2 noch so ein bisschen stört, ist, dass die Animation teilweise in den Boden verläuft, wenn man, glaube ich, zu weit wegsteht von den Lasern und dann die aber auch wieder beim Gegner erscheinen, wenn man sich das hier mal anschaut. Die Laser gehen hier kurz davor in den Boden, aber dann haben wir hier diese Effektanimation da drüben noch. Finde ich ein bisschen schade, da hätte ich einen straighten Laserstrahl nach vorne einmal mehr gefeiert. Aber ist definitiv besser gemacht und vor allem das Aufladen im Mund sieht einfach nur richtig gut aus. Hier finde ich dieses Aufladen und dann das Abfeuern, das sieht einfach richtig gut aus. Finde ich. Dafür, dass es ein Burst-Modus-Digimon ist.
Aber ja, das soll es dann auch von dem Video zu Ornismon gewesen sein. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr denn von diesem Digimon haltet. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wie immer bei den Kommentaren natürlich, unterscheidet immer dann die Stats, wenn ihr über das Digimon redet und dann das Aussehen. Aber ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht, vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.